Hallo ihr Sepplinge, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Riding Out aus der Beta. So, ich habe jetzt heute gar nicht mehr so viele Fragen, wie ich zunächst gedacht hatte. Mir ist gerade aufgefallen, dass ich nur noch 4 Fragen habe. Aber es ist nicht so tragisch, denn ich habe ein neues Bauprojekt. Vorher hattet mir ja vorgeschlagen, macht doch eine Kneipe oder sowas. Und deswegen habe ich mir überlegt, ja, so ein Mittelding aus Kneipe und Restaurant wird zu werden. Das Haus am See oder sowas oder das Restaurant am See. Ich werde jetzt irgendwas am See bauen, ich weiß noch nicht an welchem. Ob an dem großen hinten oder hier vorne an dem kleineren. Und dann werde ich nämlich schauen, dass... Ja, lasst euch überraschen. Ich habe da so eine Idee, was man da machen könnte. Und ich glaube, das könnte ganz hübsch werden. Ich bin nur mal gespannt, ob meine Idee dann auch so aufgeht, wie ich es mir vorstelle. Okay. die erste Frage. Manga hatte gefragt, wird es auch mehrere offizielle Riding Out Team Speaks geben, die vom Riding Out Team erschaffen werden und gestellt werden und dann auch für unterschiedliche Sprachen? Und da hat mir die Caro drauf geantwortet, dass auch jetzt schon englische Spieler und andere auch herzlich willkommen sind, dass man sich dann natürlich entsprechend anders in anderer Sprache unterhalten wird und ja. Ich überlege gerade, das hier wird wahrscheinlich zu klein sein. Da müssen wir doch hinten an den... Oh nein, ist jetzt gerade Nacht. Da können wir heute wahrscheinlich gar nicht mehr so großartig viel bauen. Das ist natürlich doof. Dass da auch natürlich schon Spieler anderer Sprachen drauf herzlich willkommen sind. Und das nicht nur für die deutschsprachigen Länder gilt. Nächste Frage war gewesen, wie wird das aussehen, wenn man das Pferd anspannt und auch das Putzen? Bei dem Putzen war da selber noch nicht so ganz sicher. Das hatte ich jetzt vor ein paar Tagen, glaube ich, schon mal nachgefragt oder vor einer Woche oder sowas muss das grob gewesen sein. Es ist noch nicht ganz sicher, wie das umgesetzt wird. Und wie das aussieht, wenn man das Pferd anspannt. Das heißt, welche... hier haben wir ein bisschen mehr Platz. Ich denke, hier werden wir das machen. Und wie das dann ist in puncto, in puncto Dingenskirchen. Ja, in puncto Dingenskirchen. Wie das denn ist in puncto... Ich komme noch nicht auf das Wort, was ich sagen wollte. Das gibt's doch nicht. Oh nein, jetzt wird schon so dunkel. Guck mal, es wird schon... Oh. Das schmeckt mir gar nicht. Wie das denn ist in puncto... Ach ja, genau, Anspannen. Was man da dann haben wird, nutzen kann. Das weiß ich leider auch noch nicht. Das kann ich noch nicht sagen. Da ist das Team selber dann noch so ein bisschen am Rumbasteln. Es gibt ja verschiedenste Möglichkeiten, ein Pferd anzuspannen. Da wurde nachgefragt, ob das ähnlich ist wie in anderen Spielen. Also ich muss ehrlich sagen, ich kenne gar kein Pferdespiel. So aus dem Stegreif, wo man sein Pferd irgendwie irgendwo anspannen kann, muss ich ganz ehrlich sagen. Das wäre mir ganz, ganz neu. So, ich überlege gerade, wie groß mache ich das denn hier? Das hier reicht im Endeffekt schon. So, und jetzt werde ich das hier so... Oder das hier hinten vielleicht... Ja, wohl, machen wir das hier? Machen wir das hier schon weg? Oder lassen wir das hier? Doch, machen wir schon noch. Ich meine, wir haben zwar noch kein Badezimmer, aber dann kann man das so ein bisschen wenigstens einrichten in der Richtung. So, und dann brauche ich jetzt... Oh Gott, kriege ich das hier irgendwie angebaut? Ah, jetzt wird's spannend. Jetzt wird's spannend. Jetzt wird's... Hoppala. Jetzt wird's spannend, spannend, spannend. Muss ich gucken, dass ich das hier irgendwie... dass ich irgendwie passend hinbekomme. Ich hoffe, das ist passend. Nein, ist es nicht. Es ist alles ein bisschen verschoben. Was doof ist. Ja. Das ist nicht einfach hier. Das würde ich hier gerne direkt anschließen. So passt es jetzt aber. Und ich glaube, ihr seht, was ich vorhabe. Aber ich glaube, das macht man gar nicht, oder? Macht man das hier noch so eins breiter? Ja, würde ich wahrscheinlich schon machen. Dann müssen wir wieder Stelzen drunter bauen.
Das machen wir nämlich hier richtig schön noch mit Aussichtsplattförmchen drunter. Blick auf den See. Das könnte doch ganz gemütlich werden hier. So, zack. Eine weitere Frage war gewesen, das machen wir jetzt übrigens hier direkt so, dass ich das hier angebaut kriege, weil ich muss ja auch noch einen Zaun hin, natürlich, damit mir hier keiner ins Wasser runterplatscht. So. Und jetzt einfach runter, bis ich im Wasser bin. Genau. Das ist doch schon mal gut hier. Und so und runter. Das war vielleicht ein bisschen blöd, das so zu machen. So. Hier ein Ticken hoch. Nächste Frage war, ob man eigentlich auch eine Fohlenschau auf seinem Hof machen kann, wo man dann Fohlen eben präsentieren kann und andere sich dann die Fohlen kaufen können von der Präsentation aus. Das ist irgendwie doof, dass das hier nicht so hinhaut wie bei dem anderen. Was habe ich denn da anders gemacht? Also so eine Fohlenschau wird es höchstwahrscheinlich nicht geben. Irgendwas in der Richtung. Also es ist nichts davon geplant. Oh, das ist jetzt blöd. Entweder stelle ich mich hier gerade an oder es ist gerade wirklich so schwer. So. Ich versuche einfach mal mein Glück nochmal. Also wie gesagt, fohlenschautechnisch ist nichts geplant und anscheinend geht es nicht anders hier gerade. Muss ich tricksen. So, jetzt muss man einen Ticken hoch. Ja, wie mache ich das denn jetzt, dass das von oben da ordentlich drin ist? Warum geht das denn nicht? Warum kann ich das denn nicht? Muss ich es andersrum machen? Dann muss ich das hier, wenn ich das hier oben platziert habe, muss ich es nach unten fahren. Also in Anführungsstrichen fahren. Das kann ich dann eher anpassen. Muss ich gucken, bis das hier im Wasser verschwindet. Also da, ja, so rum geht's. Interessant. So ungefähr. So, jetzt ist das doch schon mal abgestützt. Jetzt sieht das nicht mehr allzu komisch aus. So, jetzt machen wir hier noch einen in der Mitte ungefähr. Das wäre dann hier so. Das geht auch wieder nicht. Dann muss ich das hier auch nochmal anders machen. So. Muss aber noch ein Stückchen weiter nach vorne. Gerade so. So, und jetzt hoch. Das sollte. Nein, das ist zu niedrig. Ohohoho. Nein, wenn es nur das hier ist. Das hier ist nicht so schwer anzupassen. Das können wir noch können wir auch noch im Nachhinein machen. Das ist jetzt nicht das Thema. Eine Frage habe ich ja noch. Ich hatte ja gesagt, ich habe vier. Und zwar war die Frage, ob es ein Inventar geben wird. Das weiß das Team selber noch nicht. Eventuell wird es eins geben. Sie überlegen da aber momentan noch. Also, sobald ich da irgendwie nähere Infos zu habe, dann gebe ich das natürlich auch sehr, sehr gerne wieder an euch weiter. Aber da müssen wir momentan selber uns noch ein bisschen gedulden. Das ist gerade, wenn man so in der Entwicklungsphase ist von dem Spiel, in der heißen Entwicklungsphase, Wünsche kommen von Spielern, eigene Ideen noch wieder mit reinspielen. Dann bastelt man dann natürlich sehr viel rum, schmeißt Gedanken wieder über den Haufen und ja.
Da ist so einiges, das ist, glaube ich, eine sehr, sehr spannende Phase. Ich finde es ja jetzt schon so spannend, obwohl ich selber gar nicht am Spiel mitprogrammiere. Und ich kann mir vorstellen, wie spannend und nervenaufreibend das SOS-Team sein muss. Gefällt das denn jetzt auch den Leuten, was wir hier reinbringen? Und. Ich glaube, das ist schon interessant. Und mir fällt gerade auf, dass ich das hier ein bisschen blöd gebaut habe. Weil wir haben hier Ewigkeiten keine Einbindung an irgendeinen Weg. Wir brauchen ganz, ganz dringend einen Weg. Wir brauchen ein Wegetool. So. Muss ich mal gerade auf die. Uppala. Auf die Uhr gucken. Wie lange nehme ich ja jetzt schon auf? 10 Minuten 42. Das passt eigentlich schon ganz gut. Wollen wir mal schauen, dass wir hier vorne vielleicht noch den Eingang machen. Ich werde das hier jetzt zum Beispiel so machen, dass ich die Tür direkt vorne dran setze. Und da dann so die Tür. Also wie, so ein typischer Kneipeneingang halt. So wird das werden. Oder mache ich hier, oder was meint ihr? Soll ich hier noch so ein Vorräumchen vormachen? Wäre auch eine Idee, so ein geschlossener Vorraum. Das könnt ihr mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Ich bin sehr gespannt auf eure Ideen. Ich würde mich dann jetzt an dieser Stelle erstmal für heute von euch verabschieden. Und ja, schreibt mir mal. Soll das jetzt der direkte Eingang sein oder soll ich hier noch, vielleicht habt ihr Sims gesehen, dass ich da noch ein Fundament vor die Tür mache. Mit Wänden, was ich aber eher offen gestalte und da noch ein Dach drauf setzen, mit so einem Torbogen. Das könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Ich bin gespannt auf eure Meinung und was ihr hier von der Idee bislang haltet. Und ja, kommt gut in die neue Woche und wir hören uns dann natürlich morgen wieder. Macht's gut. Ciao.